Okay, entlang des Sees hier nicht. Hakim, hör... Ach Gott, hör auf, in alle Richtungen zu wackeln. Bitte. Okay, nein, der Geheimgang muss irgendwo im Dorf liegen. Wo genau? Absolut gar keine Ahnung. Wir sehen hier nichts. Wir haben hier... Ich kann nicht mal steuern, weil wir jetzt immer Gebüsche im Blick haben. Kann nichts sehen, weil die Kamera es nicht wirklich drehen lässt. Oder auf irgendeine Art und Weise bewegen lässt. Nope. Hier ist nichts. Hier? Ja. Muss ja auch irgendwo was sein. Da, da ist eine Eisenmine. Okay. Bin wieder da. Schnell das Tor öffnen. Hey Leute. Gut, kurz geprüft, nichts da. Ich muss da noch direkt nochmal hin. Da war noch ein zweiter Tunnel. Mal schauen, wo der hinführt. Das dauert nicht lange. Haben wir das hier gemeint? Ich habe gemeint die Eisenmine. Da war noch ein zweiter Tunnel in der Eisenmine. Okay, wir hatten noch gleich dahin gefunden. Zugegebenermaßen 90% pures Glück. Wir sind einfach so lange in der Gegend rumgestolpert, bis wir es gefunden hatten. Hier müsste es sein. Nö, hier biegt er einfach ab. Ach Gott, Hakim. Diese verdammten Bäume und Büsche im Weg, da ist das. So. Und durch da. Ah, so, da. Das ist damit gemeint gewesen. Oh nein. Erstmal wieder speichern. Ich krieg Flashbacks in die letzte Höhle, in der wir waren.
Du wirst nicht sagen, dass wir das Teil jetzt betätigen müssen. Könnte eine Schatzkammer sein. Wir müssen noch eine bessere Stelle finden, um einen Überblick zu haben. Hast du es gefunden, Hakim? Ja, wir haben so einen Rüstungsständer gefunden. Wo ist der ohne Helm? Wir sollten langsam zur Küste aufbrechen, um Thorvald zu treffen. Aber wir können die mitnehmen. Der Weg führt in den überschwemmten Bereich. Könnte ein Anhaltspunkt an der Schatzkammer sein. Wenn wir ein anderes Lichttor benutzen, könnte das vielleicht weiterhelfen. Etwas Zeit bleibt uns ja noch bis zum Treffen. Nummer 5 also jetzt. Lasst uns endlich aufbrechen. Hauptsache, es geht weiter. Das Warten macht mich ganz verrückt. Nicht genauso. Mal sehen, was uns nach dem Lichttor erwartet. Halt, welches ist das hier? Das ist Nummer 2. Wir brauchen Nummer 5, aber wir brauchen auch den Rüstungsständer mit Plattenrüstung, aber ohne Helm. Der müsste möglicherweise eine Schatzkammer. Wahrscheinlich können wir den noch nicht betätigen. Ich möchte trotzdem austesten. War das der, der hier war? Ja, müsste es gewesen sein. Okay, wir können ihn noch nicht betätigen. Erst wenn wir wahrscheinlich wissen, dass das der Weg ist, auch wenn wir es schon gewissermaßen entschlüsselt haben. Dadurch. Nummer 6. Das ist nicht Nummer 5. Wir brauchen Nummer 5. Das ist Nummer 3. Nummer 5 war im nächsten Gang. Hakim, bitte hör auf. Warum? Hör auf, dich zu drehen. Das ist Nummer 7. Hey Leute. Nummer 5 war da oben, nicht wahr? Hier rüber kamen wir zu Nummer 1. Wir sind an Nummer 5 vorbeigelaufen. Nummer 5 war weiter hinten. Was geht, Leute? Ja, wir sind hier dran vorbeigerannt. Glaube ich. Aber nicht umdrehen! Alter,
Kamera bringt mich eines Tages hier um. So, hier müsste Nummer 5 sein. Warum? Warum drehst du... Informationen zu reiten, das macht das Ganze noch schlimmer. Nummer 5. Sofort. Ja, yep, alles richtig. Schon unterwegs. Alias, geh rein da. Das Tor. Tu das. Wo ist Elias hin? Elias ist nicht durchs Tor gegangen, oder? Wo haben wir ihn hingeschickt? Wo ist Elias hin? Ach, wo ist der Junge jetzt hin? Da, komm hier rüber und geh in das verdammte Tor, du Nutzloser. Ein Fehlklick und der ist einfach irgendwo hingegangen. Wir müssen jetzt warten, bis er hier ankommt. Da ist er ja. Also auf gar keinen Fall mehrere Helden gleichzeitig selektieren. Warum? Ich hab dich da. So. So, jetzt, ab jetzt speichern wir immer, bevor wir durch irgendein Lichttor durchgehen. Wir haben aus dem Bossfight gegen den Stein gelernt. Oh, reguläre Kamera. Hier ist sehr viel Abschaum involviert. Wir brauchen nur den Aussichtspunkt, nehme ich an. Das heißt, vielleicht können wir an allem vorbeireiten. Oder wir töten einfach unterwegs alles. Reiten wir an allem vorbei. Ihr könnt uns nichts, wenn wir uns nicht mit euch prügeln. Wir können eure Kasernen sowieso nicht zerstören. Vielleicht kann uns das Dorf dabei helfen. Gehen wir zuerst zum Aussichtspunkt hoch. Okay. Wie ihr wünscht. Das Wasser lässt sich über diesen Damm ablassen. Scheinbar müssen wir zum Dorf. Zur Kenntnis genommen. Mir gefällt dieser komische Baumstammhaufen hier nicht. Das sieht doch ein Mechanismus aus, den wir irgendwie, an dem wir verzweifeln können. Der Lord passiert aber auch immer hier 6 Schafe. Tut mir leid, auch wenn Ritter Gandalf noch mehr Soldaten schickt, wir können einfach nicht mehr Leute zum Arbeiten abstellen. Das habe ich doch schon den Posten gestern gesagt. Irrt euch. Wir sind nicht von Gandalf geschickt worden. Eher im Gegenteil. Gandalfs Leute sind hinter uns her. Wir wollen endlich im Treiben ein Ende setzen. Genau so ist es. Wir sind hier gelandet, um Gandalfs Schatzkammer zu plündern. Ihr seid nicht von Gandalf geschickt worden. Endlich mal gute Nachrichten.
Ihr habt ja die Posten gesehen. Die müssen erstmal ausgeschaltet werden, bevor ihr auch nur in die Nähe der versteckten Schätze kommt. Wir brauchen ein paar Bogenschützen. Das wird nicht einfach werden, ohne zusätzliche Hilfe. Um es genau zu sagen, das ist unmöglich zu schaffen, weil wir zu blöd sind, Fackeln zu werfen. Keine Bange, unsere Leute kampieren versteckt im Wald. Sie werden dich unterstützen. Ich führe euch dahin. Folgt mir. Das hört sich gut an. Wir kommen mit. Hier oben? Da drüben. Ah. Und damit? Damit lässt sich arbeiten. Wir können immer noch nicht gruppieren, nicht wahr? Nope. Alles klar. Verstanden. Lass mich raten, keiner darf sterben. Mit 4 Rittern ist es allerdings machbar. Alles in Ordnung, Männer. Diese Ritter wollen uns in unserem Kampf unterstützen. Hier sind unsere Männer. Sie sind bereit, mit euch im Kampf gegen Gandalfs Truppen. Mit euch gegen Gandalfs Truppen zu kämpfen. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Lasst uns zuschlagen. Zerschüttet auch die Kasernen. Wenn ihr es geschafft habt, sucht den Öffner für das Sperrwerk. Der Öffner für das Sperrwerk. Das müsste sogar eine Baumstamm sein, den wir irgendwo gesehen hatten. Hier, da ist der Auf. Na gut, da ist ein Stein im Weg. Speichern. Heute wird es mit Part 4 wahrscheinlich doch nichts werden. Ich muss mich gleich wieder für den Mount & Blade Stream vorbereiten. Ist ja gleich wieder soweit. Sofort. Aber gut, wir haben 4 Ritter. Damit müssten wir eigentlich mit allem fertig werden können. Greift die Schützen an. Schwerter? Verstanden. Verstanden. Geht im Nahkampf hinterher. Alle anderen darf nicht sterben. Andere ist gestorben. Instant gescheitert. Wir haben 4 Ritter, gar kein Problem. Ein Ritter wird direkt niedergefokust. Ich hatte die Hoffnung, dass die Feinde ihren Beschuss ein bisschen aufteilen würden. Sie waren nicht überzeugt. Vorwärts! Angriff! Bleibt wachsam! Nein, nicht bleibt wachsam! Oh, ich hasse euch. Ein, sofort! So, dürfen uns Leute sterben? Wir werden es wahrscheinlich gleich herausfinden. Die dürfen sie, okay. Gut. Ich meine, das. Nur Ritter dürfen nicht sterben. Verstanden. Angriff. Es gibt kein Zurück. Stürmt los. Stürmt los. Es gibt kein Zurück. In den Kampf. Verstanden. So. Und zur nächsten Kaserne.
stürmt los! Und zum Angriff. Wie ihr wünscht. Angriff. Retter direkt auf die feindlichen Bogenschützen drauf. Stürmt los! Schützen auf die feindlichen Schützen. Jetzt macht sie weg. Gut. Posten sind damit bereinigt. Müssen wir jetzt diese Steine hier loswerden, damit wir hier zum Sperrwerk rankommen? Aktiv könnte es der Steinmetz sein. Wobei das hier doch sehr stark nach Steinbruch aussieht. Ah, okay. Okay, wie funktioniert dieser Mechanismus jetzt? Erstmal speichern. Nicht, dass wieder ein Held gleich irgendwie ausrutscht, mit dem Kopf auf den linken Baumstamm klatscht und wir dadurch verlieren. Auf euren Befehl. Ei. Ich gehe von sowas aus. Die Soldaten wurden sie weggenommen, wie es aussieht. Okay, wie funktioniert das? Alles klar. Ei, jawohl. Alles klar. Ganz wie ihr wünscht. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Ei. Hier dann Hebel. Wir haben vier Ritter und hier sind vier von diesen Dingern. Wir müssen das wahrscheinlich irgendwie aktivieren oder so. Das sieht bisher nicht sehr vielversprechend aus. Jawohl. Ei. Ei. Verstanden. Ganz wie ihr wünscht. Ei. Auf euren Befehl. Das sieht bislang nicht sehr vielversprechend aus. Können wir von hier die Aussicht annehmen? Schon unterwegs. Und dann sehen wir, die Schatzkammer hier ist, oder? Schon unterwegs. Können wir diesen Baumstamm jetzt betätigen? Jetzt müssten wir da. Nein. Verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Wir können nicht Dorfbewohner fragen, wie das funktioniert. Sofort. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei. Schon unterwegs. Wissen wir, in welche Richtung wir es drehen müssen? Ei. Sofort. Befehl verstanden. Müssen wir es ziehen oder schieben? Sofort. Macht es irgendeinen Unterschied? Jawohl. Auf euren Befehl. Jawohl. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Alles klar. Wirkt nicht wirklich so. Als wenn wir hier irgendwas bewirken würden. Okay. Vielleicht können wir die Dorfbewohner fragen. Vielleicht können die uns jetzt sagen, wie der verdammte Mechanismus hier funktionieren soll. Alles klar. Denn ich bin direkt schon überfragt.
Der Dorfbewohner überhaupt noch da? Oh je. Hat er sich wieder im Wald versteckt? Okay, der Kollege ist nicht mehr da. Oder ich sehe ihn nicht. Ha. Gibt uns das hier vielleicht irgendeinen Hinweis dafür, wie es funktionieren muss? Es ist wie ein Raterätsel, nicht wahr? Hi. Schaue ich mir gerade dieses Konstrukt hier an, ob es irgendwas bewirkt oder irgendwie aussieht, als wenn es... Alles klar. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Was macht, aber ehrlich gesagt. Sofort. Schon gibt's, unterwegs. Muss vielleicht jeder Held eine gewisse Position. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ei. Wie ihr wünscht. Sofort. Verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Jawohl. Ah. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Aber selbst wenn, wir müssen das ja nicht manuell bewegen, oder? Glaube ich nicht. Ganz wie ihr wünscht. Sofort. Schon unterwegs. Alles klar. Jawohl. Sofort. Hakim, geh darüber. Jawohl. Alles klar. Ich hab echt keine Ahnung, das sieht sehr klobig aus. Sofort. Warum nicht? Gibt's euch Schweden? Alles klar. Sofort. Auf euren Befehl. Nö. Scheint nicht so zu sein, dass sie unterschiedlich nah ran können an diesen Baumstamm. Sofort. Ganz wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ei. Verstanden. Sofort. Befehl verstanden. Sofort. Schon unterwegs. Also mit dieser Richtung. Alles klar. Auf euren Befehl. Ei. Spielt die Heldenrotation eine Rolle? Jawohl. Jawohl. Befehl verstanden. Jawohl. Die Seiten setzen. Ei. Wir wissen halt gar nichts. Der hat noch nicht mal ein Handbuch gegeben. Jawohl. Wie ihr wünscht. Na gut, verändert nichts daran, dass ich jetzt die Aufnahmepause einlegen muss, gezwungenermaßen. Also speichern wir mal. Und dann prügeln wir uns nächstes Mal mit diesem komischen Hebelding. Finden hoffentlich heraus, wie das funktioniert, denn bisher sehe ich keinen Anhaltspunkt. Ich schaue die ganze Zeit auf diese Maschine, aber ich sehe dann auf der Maschine dahinter, aber ich sehe da nicht wirklich irgendwas, was uns hilft. Hier sehen wir halt nur 3 Säulen. Hier sind natürlich 4 von diesen Norias. Aber die scheinen nicht so viel vielleicht. Vielleicht die durchaus ein Hinweis. Wir haben die Treppen. An den Treppen können wir es vielleicht festmachen. Schon unterwegs. Also wenn, dann. Heißt das in diese Richtung so? Den Versuch will ich noch geben. Ganz wie ihr wünscht.
Jawohl! Wie ihr wünscht. Sofort! Jawohl! Auf euren Befehl! Sofort! Sofort! Schon unterwegs! Ta. Auf euren Befehl! Sofort! Ich weiß auch nicht, wo wir, ob es irgendwie spezifisch wichtig ist, ob ein Ritter, wo in welcher Ritter steht. Hör auf damit, Hakim. Ob vielleicht jeder Ritter eine gewisse Position einnehmen muss. Was tue ich hier gerade überhaupt? Das ist richtig so? Das heißt, sie müsste sich nach dahin aufstellen. Und er so nach dahin. Ich gehe ein bisschen mehr am Rand. Alles klar. Alter. Okay, das Blocking ist ein bisschen komisch stellenweise hier. Und jetzt sollten wir aufhören, bevor wir hier aus Versehen ein Hakenkreuz erschaffen. Gut. In der nächsten Aufnahme prügeln wir uns mit der Dammsteuerung. Und schauen, ob wir die Schatzkammer befreien können. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich. Cheerio!